Timelapse-Aufnahmen mit dem iPhone können vieles sein, zwischen großer Kunst und kleinen Schnipseln für den Social-Media-Account. Eines sind sie aber immer, es sind Hingucker. Die Videos im Zeitraffer-Modus fesseln Zuschauer und lassen sich mit dem iPhone nicht nur schnell filmen, sie bieten auch mit den einfachen Mitteln der Kamera-App bereits eine sehr gute Qualität. Mein Name ist Joachim Ott, ich bin Journalist und Fotograf und hier will ich dir zeigen, wie schnell und einfach gute Timelapse-Aufnahmen mit dem iPhone sein können und wie du sie mit wenig Aufwand sogar noch ein bisschen besser machen kannst. Das Wichtigste an Timelapse-Aufnahmen ist die Bewegung. Ob und was sich bewegt und wie lange es sich bewegt, das macht an einer Szene den Reiz für eine Zeitrafferaufnahme aus. Die beliebtesten Motive für Zeitrafferaufnahmen sind Wolken und Straßenverkehr. Und der Reiz von Wolken liegt einfach darin, dass man zum einen fast immer irgendwo Wolken hat, die man aufnehmen kann. Und zum zweiten liegt der Reiz darin, dass man langsame Bewegungen sichtbar machen kann. Also etwas, was man normalerweise nicht auf den ersten Blick wahrnimmt. Um eine Szene für einen Timelapse mit dem iPhone einzufangen, braucht man relativ wenig. Man braucht ein kleines Stativ oder auch ein größeres Stativ und eine Halterung für das Smartphone. Auf dem iPhone ist von Hause aus eine Kamera-App installiert, die Zeitrafferaufnahmen machen kann und diese sogar ziemlich clever machen kann. Das heißt, automatisch anpassen kann, je nach Länge der Aufnahme. Der Rest an der Zeitrafferaufnahme könnte ganz automatisch geschehen. Aber vielleicht ist ganz automatisch in diesem Fall gar nicht so hilfreich oder wir wollen es ein bisschen anders haben. Zum Beispiel, was die Schärfe und die Belichtung anbelangt. Wenn wir mit dem Finger auf den Bildschirm tippen, dann werden Schärfe und Belichtung genau für diesen Punkt einmalig eingestellt. Während der Aufnahme kann sich das aber ändern. Wenn wir beim Tippen auf dem Bildschirm den Finger für einige Zeit drauf lassen, dann ändert sich das Rechteck und jetzt erhalten wir auch eine Scharfeinstellung für diesen Bereich. Wir können aber auch die Belichtung jetzt verändern, und zwar für das ganze Bild, nicht nur für diesen kleinen Messbereich. Mit dem kleinen Schieberegler neben dem Quadrat können wir die Bildhelligkeit so anpassen, dass der bildwichtige Teil für unseren Geschmack richtig belichtet ist. Ein anderes Motiv für Timelapse-Aufnahmen findet man noch häufiger als vorüberziehende Wolken. In meinen Augen ist es nicht ganz so prickelnd, das sind Autos im Straßenverkehr. Auch hier geht ein Teil der Faszination davon aus, dass man weiß, es wird eine kurzweilige Aufnahme. Die Clips werden nicht zu lang, es bewegt sich dauernd was, es ist eine ungewohnte Sehweise, die uns vermittelt wird. Wenn wir die Aufnahme und die Verarbeitung komplett dieser einen App, der Kamera-App von Apple, überlassen, dann wäre es nett, wir könnten mal einen Blick in diese Blackbox werfen, also in diese schwarze Schachtel, in der die Umwandlung von einem Video zum Timelapse-Video geschieht. Auf der Website 9to5Mac bin ich auf eine Tabelle gestoßen, die die Umwandlung der Bilder in ein Timelapse-Video bei einem älteren iPhone-Modell erklärt. Normalerweise legen wir bei einer Timelapse-Aufnahme jedes Detail fest. Wir legen den Abstand zwischen den einzelnen Aufnahmen fest, die Anzahl der Aufnahmen insgesamt und damit auch die Dauer der Aufnahme. Bei der Kamera-App übernimmt die App all diese Einstellungen und sie passt das auch automatisch der Länge der Aufnahme an. Im Prinzip macht die App ein Video aus vielen Einzelbildern, bei längeren Timelapse-Aufnahmen kämen da aber gigantische Datenmengen zusammen. Also entfernt die App je nach Dauer der Aufnahme zunehmend mehr Einzelbilder. Bei kurzen Clips bis zu 10 Minuten Länge werden 2 Einzelbilder pro Sekunde verwendet, anstatt 30 wie bei einem Video. Das fertige Timelapse läuft also 15 Mal schneller als das normale Video. Und je länger das Video wird, desto geringer wird die Anzahl der Bilder pro Sekunde, die verwendet werden. Bei der maximalen Länge von 2 Stunden und 40 Minuten wird gerade noch alle 8 Sekunden ein Bild verwendet. Das heißt, das Timelapse läuft 240 Mal schneller ab als ein über die gleiche Dauer aufgenommenes normales Video mit 30 Bildern pro Sekunde. Mit der iPhone-Kamera-App kann man übrigens keine Timelapse-Videos mit 4K-Auflösung machen, sondern nur in HD-Qualität. Auf die Verschlusszeit hat man keinen Einfluss und auch die Länge des fertigen Zeitraffer-Videos kann man wegen der automatischen Anpassung nicht vorhersagen.
Wer keine schönen Motive mit Bewegung im Bild findet, der kann sich auch einfach selbst bewegen, zum Beispiel um das Motiv herum. Auch wenn die vorinstallierte Kamera-App auf dem iPhone wirklich gute Ergebnisse liefert, es geht noch einen Tick besser. Wenn man sich anschaut, wie Timelapse-Videofilmer ihre Aufnahmen gestalten, dann gibt es da noch eine Menge mehr Einstellmöglichkeiten, die berücksichtigt werden. Die wichtigste Einstellung in meinen Augen ist die Belichtungszeit. Bei schönem Wetter und guten Lichtverhältnissen wählt die Kamera eine sehr kurze Verschlusszeit. Videofilmer wissen aber, dass kurze Verschlusszeiten die Bewegungen im Video abgehackt erscheinen lassen. Sie wählen Aufnahmedaten, die der menschlichen Sehweise am nächsten kommen. Das sind zum Beispiel 24 oder 25 Bilder pro Sekunde und eine Belichtungszeit von 1/50 Sekunde. Wer sich als Fotograf jetzt die Einzelbilder dieser Timelapse-Aufnahmen ansieht, der ist vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil die Bilder Bewegungsunschärfe zeigen. In unserem Gehirn aber wird aus dieser Kombination von Bildfrequenz und einer leichten Bewegungsunschärfe ein Film zusammengesetzt und der kommt dem natürlichen Sehen von Bewegungen ziemlich entgegen. Mit einer Video-App können wir alle Details einer Videoaufnahme festlegen. Verschlusszeit, Blende, ISO-Wert, Entfernung, Weißlichtabgleich. Mit einem Graustufenfilter vor der iPhone-Linse könnten wir so viel Licht wegnehmen, dass wir auch im strahlenden Sonnenschein auf eine relativ lange Belichtungszeit von 1/50 Sekunde kommen. Damit haben wir wieder diese natürliche Bewegungsdarstellung. Jetzt gibt es von Moment zum Beispiel eine App, die das ermöglicht und auch eine eigene, ziemlich luxuriöse Timelapse-Funktion hat. Darüber hinaus gibt es dort eine Einstellung Motion Blur und damit wird automatisch diese Bewegungsunschärfe in den Einzelbildern erzeugt. Der Effekt ist verblüffend und in manchen Fällen geht er auch über das hinaus, was man jetzt als natürliches Sehen bezeichnen könnte. Inwieweit jemand die natürliche Bewegungsunschärfe in seinen Timelapse-Aufnahmen sucht und zum Beispiel den Graufilter und diese Einstellung mit 1/50 Sekunde verwendet oder vielleicht doch eher diesen ausgeprägten Wischeffekt nutzen möchte, das soll jeder selbst entscheiden. In jedem Fall ist die App komfortabler als die Lösung mit dem Graustufenfilter und die Ergebnisse kommen, zumindest nach meiner Einschätzung, bei den Zuschauern auch besser an. Eine richtige Video-App wie die Moment-App kann aber noch mehr. Mit dem manuellen Weißlichtabgleich kann man die Farbstimmung beeinflussen. Außerdem kann man zum Beispiel in dieser App die Exporteinstellungen für das fertige Timelapse festlegen und die Bildfrequenz. Man kann also auch festlegen, ob es eine HD-Aufnahme ist in der Wiedergabe oder eine 4K-Aufnahme oder ob man die volle Auflösung der Einzelbilder haben möchte. Und das ist nochmal ein wesentlich größeres Bild, das auch in der Nachbearbeitung dann Möglichkeiten zum Einzoomen bietet. Das war's von mir zum Thema Timelapse-Aufnahmen mit dem iPhone. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und den Like-Button anklickst, auf meiner Webseite vorbeischaust oder auf meinem Instagram-Account. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.